und willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, wir haben Sonntag, den 3. Februar und ich bin gerade vor 5 Minuten mit dem Taxi mit Sonntagstarif vom Hafen von Valle Gran Rey hier zum Playa del Inglés gefahren für satte 8 Euro. Ja, das hatte ich so nicht vor, aber da ich jede Menge Gepäck dabei habe, ging es leider nicht anders. Ich wäre lieber gelaufen. Und ich zeige dir jetzt gleich mal, wie wunderschön das hier ist. Es kommen gerade jede Menge Leute. So, nochmal umdrehen. Ja, ich habe jetzt doch noch eine zweite Nacht bei dem Brian übernachtet. Aus einem bestimmten Grund, da komme ich aber gleich zu. Jedenfalls habe ich mich gestern bei dem Yoga-Zentrum vorgestellt. Diesmal war ich zur rechten Zeit dort und es hatte geöffnet. Sie waren sehr nett. Der Zuständige war zwar nicht da, aber die Dame, mit der ich gesprochen hatte, meinte, dass ich, wenn, dann einen Shop in der Wäscherei haben könnte. Das wäre auf jeden Fall möglich. Sie hätten auch vor einigen Tagen ein paar Mitarbeiter gesucht. Sie weiß jetzt halt noch nicht, ob sie mittlerweile welche gefunden haben oder nicht. Falls nicht, dann hätte ich auf jeden Fall eine Chance. Und ich habe ihr meine Handynummer dagelassen. Und der Zuständige ruft mich dann wohl in den nächsten Tagen an. Ich hoffe es zumindest. Und es ist auch möglich, dort nur 3 oder 4 Stunden, 3 bis 4 Mal die Woche zu arbeiten. Allerdings kann man dann in der Zeit dort nicht wohnen. Ja, dann habe ich von einem jungen Mann, der auch bei Brian zurzeit wohnt, einen Tipp bekommen, dass in einem bestimmten Bekleidungsshop oder ja, so eine Art Boutique gerade eine Verkäuferin gesucht wird. Auch hier hinten, kurz vorm Playa Inglés, da bin ich dann gestern hingelaufen und habe mich dort auch vorgestellt. Allerdings war dort die Zuständige auch gerade nicht da. Die kommt leider erst am Montag, aber okay. Und das ist jetzt der Grund, warum ich jetzt immer noch hier bin. Ja, und wieder erwartens musste ich bei Brian für die erste Nacht doch 10 Euro bezahlen. Und die zweite hat er mir aber zumindest für 8 Euro dann gegeben. Ja, und noch eine dritte, das kann ich mir einfach nicht leisten. Das ist mir einfach zu teuer. Ja, deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass ich heute hier schlafe, am Playa del Inglés. Playa del Inglés. Ja, es ist auf jeden Fall wunderschön hier und viel grüner, als ich dachte. Und gestern, nachdem ich an dem Platz, wo die kleine Kapelle ist, an dem die Trommler jeden Abend ab 18 Uhr den Sonnenuntergang betrommeln, dort bin ich, ja, da waren mehrere Leute auch gerade und einer davon meinte zu mir, also es wäre wunderschön hier und es wäre kein Problem hier, was weiß ich, eine Zeit lang sich aufzuhalten oder zelten, dass hier jetzt auch nicht dauernd Kontrollen sind. Ich hoffe es sehr. Denn gerade als ich hier ankam, kam gerade ein Polizeiauto hier, also hier hoch. Aber das hat mich angehalten, Gott sei Dank. Ja, gut. Dann zeige ich dir jetzt mal, wie schön das hier ist und danach noch, wie viel Gepäck ich habe. So, das Meer hier hinten glitzert von der Sonne wie Diamanten. Traumhaft schön. Ja, und hier ist alles wunderbar grün. Ist auch hohes Gebüsch. Vielleicht könnte ich mich da irgendwo zwischen das Gebüsch schlagen. Keine Ahnung, hier soll es aber wohl keine Höhlen geben.
Aber dafür so Steinkreise, sowas kenne ich ja schon von Santiago her. Hierzu kommen wir auch gleich noch, dann lese ich dir das mal vor, das ist sehr interessant. Ja, da ist es auch sehr, sehr schön. Es ist auch wunderbar warm heute. Einige sind am Baden. Hier sind allerdings sehr hohe Wellen, wie man sieht. Ich glaube, das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Mal sehen. So. Hier wird, glaube ich, gerade Basketball gespielt oder sowas in der Art. Hat mir gerade der Taxifahrer gesagt. Jetzt kommen wir erstmal zu meinem Gepäck. Ja, das war nicht so intelligent dieses Mal. Ich habe diesmal viel zu viel Gepäck. Mein Rucksack, mein neues cooles Zelt. Da. Meine Yogamatte, mein Schlafsack. Eine riesen Reisetasche. Noch eine Plastiktüte, nochmal eine Tüte. Und meinen neuen Gaskocher. Yeah. Aber das ist vor allem deswegen so viel Zeug, da ich so gut wie alles an Klamotten von Valle Hermoso mitgenommen habe, da so gut wie alles schmutzig war, damit ich das hier waschen kann. Und gestern war ich bereits in der Lavanderia und habe das meiste dort schon gewaschen, also zwei Maschinen Wäsche. Leider habe ich ein paar Sachen vergessen. So werde ich noch einmal eine Maschine dort waschen lassen. A€5. Normalerweise hätten da 2 bis 3 Maschinen voll reingepasst, weil das sind eine 12 Kilogramm, also die Waschmaschine hat ein 12 Kilogramm Fassungsvermögen. Aber da ich einmal 60 Grad Wäsche hatte und einmal 40 Grad Wäsche, musste ich das leider teilen. Ja, der Rest ist auch nur noch 40 Grad, hätte ich zumindest bei der einen mit dabei tun können, aber gut. Jetzt kann man es eh nicht mehr ändern, ist es halt so. Jo. Gut, dann. Ja, eigentlich hatte ich vor, gestern schon nach Santiago zurückzufahren. Aber das Wäschewaschen hat recht lang gedauert. Und dann habe ich mich ja auch noch vorgestellt bei den beiden. Zwischen ja, und es wurde einfach alles später, wie so oft. Und deswegen hatte ich mich dann dazu entschieden, noch eine Nacht bei Brian zu schlafen. Ja. Und es wäre ja Quatsch, wenn ich jetzt heute nach Santiago fahren, also mit per Autostop fahren würde, dann müsste ich heute schon wieder zurück, um morgen dann rechtzeitig hier zu sein wieder. Das würde ich gar nicht schaffen, denke ich mal. Ja, weil die Zuständige morgen aus der Boutique ist ab 11 Uhr da und ich möchte schon rechtzeitig da sein. Deswegen habe ich jetzt überlegt, hier zu schlafen heute Nacht und mein Zelt das erste Mal aufzustellen. So, dann lese ich dir jetzt hier mal was vor. Ist auch auf Deutsch übersetzt. Wissenschaftlich bedeutender Ort Cargo del Cieno. Dieses kleine Gebiet beinhaltet einer der wenigen natürlichen Salzwiesen, die es auf den Kanarischen Inseln noch gibt und in den westlichen Inseln kaum anzutreffen sind. Die Salzwiese entsteht dadurch, dass bei den Gezeiten Meerwasser ins Landesinnere gelangt und sich dort in einem flachen und schlammigen Teich staut. Obwohl das Gebiet nur 5,2 Hektar groß ist, ist sein Bestehen für viele wildwachsende Pflanzen und Tierarten höchst wichtig. Der Teich Cargo del Cieno ist hauptsächlich für die Zugvögel bedeutungsvoll, denn es handelt sich um ein Ökosystem, das auf dem Archipel sonst fast nirgends zu finden ist. Das Gebiet wird häufig von Wattvögeln heimgesucht und ist zugleich der ideale Lebensraum für Vogelarten wie die Samtkopfgrasmücke. Die Pflanzenwelt um den Teich Cargo del Cieno herum ist ein prächtiges Beispiel für den sogenannten salzliebenden Küstenbusch. Hier leben Pflanzen, die sich einem hohen Salzgehalt angepasst haben, wie das kanarische Salzkraut, der sparrige Buchsdorn oder die glatte Frankenie. Sehr bedeutsam sind ferner das Gebüsch aus kanarische
Tamarisken und die Algen, die im flachen Teich wachsen. Ja, interessant, ne? Das erinnert mich ein bisschen an Teneriffa. Dort war ja auch ein Salzsee, ein wunderschöner. Den wollte ich eigentlich so gerne auch für dich filmen, aber da kam ich leider auch nicht dazu. Aber ja, vielleicht klappt es irgendwann mal. Mio. Und ja, ich muss sehen, dass ich hier wegkomme, weil die Leute schon dauernd auf meine ganzen Sachen starren. Ich bin am Überlegen, ob ich einen Teil meiner Sachen vielleicht da erstmal zwischen die Steine deponiere, also reinstecke, sodass man es nicht direkt sieht. Dann habe ich nicht mehr so viel zu schleppen. Und dann kann ich mir erstmal in Ruhe hier einen schönen Platz suchen. Und danach den Rest holen, in der Hoffnung, dass es bis dahin niemand mitgenommen hat. Ja. Ich versuche das Handy so lange laufen zu, also anzulassen. Also ich mache schon auf Pause, aber ja, dass ich danach noch weiter drehen kann, wenn ich einen schönen Platz gefunden habe oder sonst irgendwas. Denn der Vlog soll schon noch ein bisschen länger gehen. Falls das Video jetzt hier doch gleich zu Ende ist, dann hat das leider nicht geklappt. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal von dir. Ja, schauen wir mal. Ach ja, und dann gibt es einfach noch einen zweiten Vlog, in dem ich dir halt das zeige, was ich dann vielleicht gefunden habe, den Platz oder was auch immer. Okay?